Happy New Year! Viel Glück zum neuen Jahr. Feliz Año Nuevo. Alle wünschen sich Glück zum neuen Jahr. Auf die ein oder andere Art und Weise. Die einen ziehen sich zurück in die Stille, die anderen lassen es krachen. Man stößt an mit Sekt oder Champagner. Man umarmt sich, wünscht sich alles Gute und appelliert an die guten Vorsätze für das neue Jahr. Wenn da nicht der innere Schweinehund wäre und so alle gut gemeinten Wünsche und Vorsätze schon wenige Tage später bereits der Prokrastination, der Verschieberitis zum Opfer fallen würden. Geht es dir auch so? Das Gesetz der Trägheit. Aber was ist denn nun Glück? Und gibt es einen Zustand, in dem wir dauerhaftes Glück erfahren können? Glück ist ein Gefühl der Zufriedenheit, der Freude und des Wohlbefindens. Es ist eine positive Emotion, die auf verschiedene Weise erlebt werden kann und oft als ein Gefühl der Zufriedenheit oder Erfüllung beschrieben wird. Menschen können Glück als Reaktion auf verschiedene Stimuli erleben, zum Beispiel auf ein positives Ereignis. Ich hoffe, ihr hattet schöne Erlebnisse gestern Abend zu Silvester. Oder eine Person, die Ihnen wichtig ist. Oder sogar auf einen positiven Gedanken. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Glück zu kultivieren. Und was für den einen funktioniert, muss für den anderen nicht funktionieren. Einige gängige Methoden zur Steigerung des Glücks möchte ich mit euch teilen. Welche sind das? Beschäftigung mit Aktivitäten, die dir Spaß machen. Sich mit anderen verbinden, zum Beispiel durch Freundschaften, Beziehungen und soziale Unterstützung. Sich Ziele setzen und auf sie hinarbeiten. Sich in Dankbarkeit und Wertschätzung üben. Sich körperlich betätigen und Sport treiben. Ausreichend Schlaf bekommen. Selbst der Dalai Lama erwähnte einmal, dass diese Übung für den Geist und Körper so wichtig sei wie Meditation. Sich Zeit nehmen, um zu entspannen und Stress abzubauen. Tägliche Meditation und Yoga. Inspirierende Texte und Bücher lesen. Sich mit Menschen zu umgeben, die positiv, optimistisch und bejahend sind. Mit Menschen, die einen unterstützen und fördern. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Glück in der Welt der Gegenständlichkeit und der Veränderung kein konstanter Zustand ist und dass es normal ist, Höhen und Tiefen zu erleben.
nachhaltendes, tiefes Glück ist ein innerer Seinszustand, der nicht von äußeren Begebenheiten beeinflusst wird. Er ist innerlich erfahrbar und wird durch Meditation gefestigt. So heißt es in einem uralten Text der indischen Upanishaden. Es kann weder durchbohrt, verbrannt, benetzt noch ausgetrocknet werden. Es ist ewiglich unzerstörbar und unwandelbar. Es kann alles, auch Materie, durchdringen. Es ist durch Materie nicht zu bewegen und es ist anfanglos immer dasselbe. So beschreibt es die Isha Upanishad. Wahres Glück würde demnach mit Glückseligkeit, mit Bliss erklärbar sein. Etwas Transzendentes, was die Karawane des Denkens und der relativen Wirklichkeit verborgen bleibt und eine Oase in der Stille unseres Herzens ist. Wenn du dich darüber hinaus im alltäglichen Leben auf die Dinge konzentrierst, die dir Freude und Zufriedenheit bringen, kannst du dein allgemeines Glücksgefühl und dein Wohlbefinden wunderbar im Leben steigern und auch mit schwierigen Umständen und Herausforderungen besser umgehen. Ich wünsche dir und allen deinen Freunden, deiner Familie ein glückliches, gesundes und friedvolles neues Jahr. Alles Gute und bis bald. Namaste.